Also Herr Delius, das muss doch nicht auch nö heißen. Sie sind doch Pirat, Sie finden es doch gut, wenn wir miteinander sprechen, oder? Und Frau Schilhanek, Sie hätten natürlich eine Zwischenfrage zulassen können, aber ich denke, wir können es auch auf diesem Weg regeln. Sie sagen, dass es ja gut wäre, wenn man Studentenwohnheimplätze baut, dass man dann auch die Kompetenz des Studentenwerkes nutzt, was die Frage der Ausstattung, was die Frage der Örtlichkeit, was all die verschiedenen Dinge angeht, die studentisches Wohnen durchaus von der Errichtung üblicher anderer Wohnungen unterscheidet. Und jetzt denke ich die ganze Zeit darüber nach, wie Sie wohl zu der Annahme kommen, dass diese Kompetenzen des Studentenwerkes nicht genutzt werden sollen. Weil Sie wissen doch auch, dass das Studentenwerk gemeinsam mit den Wohnungsbaugesellschaften eine entsprechende Vereinbarung schließen wird und eine entsprechende Struktur etabliert wird, in der dafür Sorge getragen wird, dass beides zusammengeht. Und jetzt brauchen Sie nicht fragen, wann denn, weil damit zeigen Sie nur, Sie stellen die eine Behauptung in den Raum, die ist unwahr, dann platzt sie Ihnen weg, weil wir sie widerlegen können, dann kommen Sie mit der nächsten Frage. Frau Schilhanek, das ist doch eines konstruktiven Dialoges nicht würdig. Sie wissen es besser und dann sollten Sie sich nicht hier hinstellen und solche Sachen erzählen. Nächster Punkt, die Frage der Sozialverträglichkeit der Mieten, 6 bis 8 €. Ja, Frau Schilhanek, Sie wissen doch, was ein Studentenwohnheimplatz in Berlin heute Miete kostet. Und Sie wissen doch auch, dass der Quadratmeterpreis in einem Studentenwohnheim viel, viel höher ist als in einer normalen Wohnung und die Miete im Studentenwohnheim aber trotzdem geringer ist, als wenn man eine Wohnung nimmt, was damit zusammenhängt, dass ein solches Wohnheim, ein solcher Wohnheimplatz mit den Quadratmetern, die man da bewohnt, einfach viel, viel kleiner ist. Und deshalb sind selbstverständlich 8 oder 9 € pro Quadratmeter warm nichts, was für Studierende in einem Wohnheim mit einer errechneten Fläche von 16, 17 Quadratmetern Nutzfläche des Studenten ein Problem darstellen sollte. Und ich denke, der Kollege Albers hat ja nicht Unrecht. Wir sind alle gemeinsam ungeduldig und es sollte schneller gehen. Und wenn wir uns wünschen, dass es schneller geht und wir das vom Senat auch völlig zu Recht erwarten, dann sollten wir doch hier keine Phantomdiskussionen führen, die den Eindruck erwecken, als ob es lauter Probleme gäbe, von denen wir gemeinsam wissen, dass sich die Sachverhalte anders darstellen. Weil geht es uns darum, hier Oppositionspolitik gegen den Senat zu betreiben? Geht es uns darum, hier über Studentenwohnheime zu reden? Oder geht es uns darum, dafür zu sorgen, dass sie endlich gebaut werden? Und meine Erwartung ist, dass sie endlich gebaut werden. Und meine Erwartung ist, dass in dieser Legislaturperiode mit dem Bau des ersten Wohnheimes noch begonnen wird. Und die 10% des regierenden Bürgermeisters, was die Versorgungsquote angeht, das ist etwas, dem ich mich außerordentlich anschließen kann. Vielen Dank. Dankeschön. Dann hat noch mal Frau Kollegin Schilhanek das Wort. Herr Kollege Oberg, dann, also wenn in dieser Legislaturperiode noch der erste Spatenstich erfolgt, können Sie sich selber ausrechnen, wann die erste Wohnung fertiggestellt ist. Unser Interesse ist nicht, irgendwas von, ich sag mal hier große Volksreden zu schwingen, wie Sie gerade. Unser Interesse ist schlicht und ergreifend, eine sinnvolle, möglichst schnelle Problemlösung für die Studierenden in dieser Stadt zu finden. So, und ganz ehrlich, was bitte haben Sie, was hat der Senat im letzten Jahr seit dem Gespräch von Frau May-Hartung bei Herrn Wowereit eigentlich gemacht? Die ganzen Dinge, die Sie hier aufgezählt haben, die kommen alle noch. Irgendwann kommen die noch. Und dieser Vertrag, irgendwann wird er noch geschrieben. Ich kann Ihnen sagen, was mein Problem ist. Sie machen Ihre Arbeit nicht und Sie sind schlicht und ergreifend langsam und nicht besonders kreativ oder innovativ oder auch nur lösungsorientiert an dem Ganzen. Und das ist das Problem. Das, was wir hier heute miteinander diskutieren, auch für Sie wäre es eine Chance gewesen, dass wir eine Vorlage zur Kenntnisnahme des Senats dazu benutzen, gemeinschaftlich als Parlament mal sehr deutlich zu sagen, Entschuldigung, aber da muss bitte noch ein bisschen mehr Geschwindigkeit drauf. Das ist zu langsam für die Studierenden dieser Stadt. Das reicht so nicht. Da sind keine klaren Aussagen drin. Herr Albers hat es Ihnen noch vorbuchstabiert. Diese Chance haben Sie leider vertan.